Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Und wir sind wieder im One vs. One und ich banne Hui, so wie immer. Er bannt Hebo. Ja, komm, dann banne ich mal den guten Kronos. Gegen den möchte ich nämlich auch nicht spielen. Heute wollen wir mal mit Cupid spielen. Oder wie er auf Deutsch Amor heißt. ja, aber ich bin gespannt, gegen wen ich ran darf. Ja, Cupid habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, ehrlich gesagt. Aber wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Gucken, ob jetzt hier, ich denke mal, ein Zollbann oder ein Geb. Ja, warum auch nicht? So. Ich nehme Cupid. Oh, ich habe sogar den Devil-Skin. Geil. Damit kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Song Kui. Aha, sehr interessanter Gegner. Ja, mein Push wird am Anfang relativ schlecht sein. Aber ich glaube, der Push von Song Kui ist auch nicht so krass. Schauen wir einfach mal, wie sich das hier so, wie sich das so entwickelt, das Match. Ich werde auf jeden Fall, mein Start wird ein Transzendenzstart sein. So. Weil, einfach aus dem Grund, weil, dann mache ich die 2 oder die 3? Ich mache die... Obwohl... Ja, ich mach die 2 zuerst. Einfach aus dem Grund, weil Cupid einfach eine Mana-hungrige Sau ist. Und die physische Kraft sehr, sehr schön mit der 1 deckt. Und ja, wenn ich genug Mana habe, kann ich mich quasi die ganze Zeit... Oh, der ist dann sein Blue Buff. Wenn ich genug Mana habe, kann ich quasi die ganze Zeit... Soll ich den invaden? Ne, mach ich nicht. Der kommt jetzt nicht nach hier. Wo ist mein letztes Herz? Ah, okay, ist gerade nicht da. Okay, er ist aber auch noch nicht wieder da, das ist gut. Zack. Er kommt da, der Gute. Bisschen Damage hier machen. Das ist aber gerade ein bisschen laut hier auf meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so laut ist, aber ich denke. Denke nicht. Oh, da hat er eine kleine Bombe abbekommen. Das gefällt mir natürlich gut. Ich hätte jetzt den Red Buff machen können, aber mache ich wahrscheinlich nächste Runde, wenn ich das hier durchgepusht habe. Und dann kann ich ihn dann ganz gut zurückpushen. Oh, das war sehr gut. Da hat er mit meiner Ult wahrscheinlich noch nicht gerechnet. So, jetzt mache ich noch schnell den Red Buff hier. Und dann gehe ich back. Mit dem Damage, den ich habe, ist auf jeden Fall gut klar. So, schnell weg. Dings habe ich. Transzendenz kann ich fertig bauen. So. Ein paar Pots. Gut, jetzt verpasse ich ein paar Minions, aber dafür habe ich den Red Buff gemacht. Ich bin jetzt ein Level ahead. Hab meine Transzendenz fertig gebaut. Auf jeden Fall eine feine Sache. Was hat er sich geholt? Er hat sich nur Dings geholt. Nur hier den Anhänger. Was ist er denn, der Gute? Nicht da anscheinend. Dann pushe ich mal einfach ein bisschen. Weil ich es kann. Oh. Guter Hit. Nicht. Ein paar Herzen einsammeln.
Ah. Ich pushe einfach mal munter weiter. Wie funktioniert meine 2 nicht gescheit? Ich weiß auch nicht. Ich brauche gleich auf jeden Fall Lifesteal. Das war sehr gut. Da können wir noch ein bisschen pushen. Da ist mein Herzchen direkt geplatzt. So, und jetzt muss ich back. Zack. Boots können wir fertig bauen. Und dann brauche ich noch eine Health Pot und weiter geht's hier im Text. Ja, habe ihn bis jetzt ganz gut unter Kontrolle. Bin ungefähr jetzt 1200 Gold vorne. Das ist auch nice auf jeden Fall. Ich baue mal eben hier einen Dings-Buff. Mein Attack-Haste-Buff, den nehme ich mal mit. Nice one. Mache ich erst die Ult hoch? Ne, ich mache, glaube ich, erst die 1 hoch. So. Attack-Haste-Buff haben wir gemacht. Schuhe sind fertig. Oh, jetzt hat sich nach Aegis geholt. Okay. Okay, da habe ich ihn wieder erwischt. Nice one. So, ein bisschen pushen können wir hier. Gucken, ob ich das bis zum Tower durchbekomme. So, dann nehmen wir hier mal so ein paar Herzen einsammeln hier. So, und dann gehen wir zum Red Buff. Schnell machen. Da wird er mich auch nicht daran hindern können. Ich werde sogar einfach mit meiner 3 hier durchboosten. So. Dann mache ich mal mit den anderen Red Buff. Den hat er mir freundlicherweise übergelassen. Ich bin jetzt schon 2 Level hätte, das gefällt mir gut. Ich denke, den will ich mir dann gleich noch abholen. So. Zack, das noch. Weiter geht's hier im Text. Was hat er sich geholt? Bisher nur live, noch keine Death, noch kein gar nichts. Zack. Ich weiß nicht, ob er jetzt seinen Buff noch gesucht hat. Bin gespannt, wo er ist. Ich pushe es einfach mal durch. Okay, da habe ich jetzt viele Hits genommen vom Phoenix. Das war nicht so gut. So, mal gucken, ob ich seinen Blue machen kann. Der ist nicht da, das ist natürlich schade. Oh ja, starke 1. Meine Auto-Hits, die sitzen einfach. Wie man hier unschwer erkennen kann. Da hätte ich auch mal meine 1 nutzen können. Sein Attack-Haste-Buff hat er gerade gemacht. Ich kann jetzt gerade auch keine Buffs machen. Zack. Zack, 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 da 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 da.
Oh, er hat hier Dings. Das war knapp, aber hat trotzdem gereicht. Der Ultis ist dann echt, ist er dann halt echt stark. Muss man wirklich so sagen. So, schnell zurück. Und einkaufen. So, was kann ich mir denn holen? Hätte sich Shield aus der Underworld geholt. Natürlich eine feine Geschichte. Ich gehe jetzt auf Titan's Bane, um nachher den ultimativen Push zu haben. Gegen den Phoenix einfach. Ihn kann ich auch so töten. Gehe ich stark von aus. Vielleicht wäre hier auch, um einfach die Beweglichkeit zu wahren, wäre hier vielleicht auch ein Fatales gar nicht so scheiße. Was ist er denn jetzt? Der gute Mann. Kann ich da noch eine Bombe draufsetzen? Kann ich schon beenden? Oh nein! Wie viel AP hat der denn noch? Oh, scheiße. Yes, hätte ich Titan's Bane gehabt, dann hätte ich es beendet. Aber okay. Ja, so bin ich jetzt einmal gestorben. Aber ich denke, das sollte nicht mehr so lange dauern. Auf uns ein paar Potties. Dann wird jetzt durchgerusht. Wie viel AP hat der denn noch? Kann man das sehen, wie viel AP der Titan noch hat? Ne, kann man nicht sehen. Hat sich jetzt sind noch keine Boots geholt, noch kein Death, noch kein gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob er trollt oder ob das was extra macht. Boah, jetzt macht er hier aber die Baits. Okay. Ja, GG, sag ich dazu. Cupid, eigentlich mit so einem Standardbild habe ich den jetzt gespielt. Hätte man auch eigentlich statt dem Soul Eater hätte ich mir auch diesen Handschuh da holen können, weil jetzt Song Queen nicht so einen krassen Burst hat, dass man das live unbedingt braucht. Da hätte ich dann auf jeden Fall nochmal Lebensraub und noch mehr physische Kraft rausgekriegt. So. Ist das jetzt hier? Ah, plus 12 Tributpunkte. Jetzt bin ich bei 49. Leute, die Mission Platin 5 läuft. Was habe ich denn hier gekriegt? Ach so, ist ja dieses Wochenende, doppelt Wochenende. Ja, guck mal. Ja, nehmen wir alles mit. Doppelte Dings hier, Anbeter. Ja, super, ist doch alles toll. Dann schreibe ich noch ein GG. Genau, ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen gefallen. War zwar jetzt kein mega knappes Match, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr weiter und das macht ihr auch schon sehr gut, muss ich sagen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.